Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du eingeschalten hast. Mein heutiges Thema ist Achtsamkeit und Körpersprache. Und mich würde einfach mal interessieren, inwieweit sich Körpersprache im Laufe der Zeit verändert hat. Und ob wir Menschen unsere eigene Körpersprache nicht vielleicht sogar auch manchmal unterschätzen. Worauf wir achten sollten, wie wichtig Körpersprache in unserem Leben und auch gerade im Berufsleben ist, das erfahre ich von meinem heutigen Gast, Zeus. Ich sage herzlich willkommen und viel Spaß im Interview. Hallo Zeus, ich freue mich, dass du hier in Dresden bist. Herzlich willkommen in meinem kleinen Studio. Und wir unterhalten uns heute über bewusste Körpersprache. Und da würde mich natürlich erstmal interessieren, was dich dazu bewegt hat, dich intensiv mit Körpersprache auseinanderzusetzen. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist was ganz, ganz Schönes. Und auf deine Frage hin. Es hat natürlich wie bei jedem Menschen hier, den wir kennen, irgendwas mit Liebe zu tun. Und bei mir war das auch der Fall. Ich war recht jung, also ich war nicht volljährig, noch nicht, und hatte vermeintlich ein Riesenthema mit dem anderen Geschlecht. Ja, und das Lustige an der ganzen Sache war, ich dachte mir, ha ja, ich verstehe das andere Geschlecht nicht, ich werde abgewiesen. Ja? Was aber nicht unbedingt der Fall war, weil Mama hat es gesehen gehabt. Mama war schon immer intuitiv enorm diplomatisch, wusste, wie sie auf andere Menschen eingehen soll. Mit anderen Worten, sie war empathisch. Und das Interessante an ihr war, sie hat gleich gesehen, okay, der Kleine struggelt da damit, und hat mir ein Buch über Körpersprache zugeschoben. Da war ich 15 rum. Ja? Und hat gemeint, studier das und guck, wie es funktioniert. Und ich habe es nicht nur studiert, also theoretisch, sondern ich bin auch rausgegangen und habe geguckt, ob die Menschen, die mit mir interagieren, wirklich abgeneigt sind. Und genau das Gegenteil war im Durchschnitt. Sie waren eher zugeneigt. Und dann habe ich gewusst, okay, ach so, Körpersprache hilft mir nicht nur zu erkennen, wer andere sind, sondern wer ich auch bin. Und so war der Beginn für mich, ja, in die Körpersprache. Das ist ja eine super Geschichte. Wie würdest du denn selbst Körpersprache definieren? Körpersprache ist die Sprache, die uns alle Menschen verbindet. Also sie ist zwischen oder unter diesen 6600 Sprachen, die wir weltweit sprechen, eine Sprache, die so similar ist, so ähnlich zu uns. Also natürlich ist nicht jede Körpersprache die gleiche weltweit. Kulturell haben wir Unterschiede. Aber wenn es um die Grundemotion geht, Freude, Verachtung, Ekel, Trauer, Wut, dann sind wir alle sehr, sehr ähnlich. Sogar fast identisch. Und das ist Körpersprache für mich. Ein Werkzeug, was uns alle verbindet. Hat sich denn so die Körpersprache, sage ich mal, im Laufe der Zeit auch verändert? Mit der Sprache selber, die sich ja auch verändert hat über die Zeit? Ja und nein. Also ein Beispiel, vor 10.000 Jahren waren wir natürlich viel achtsamer in Bezug auf unser Habitat, auf unsere Umgebung. Wir hatten ja gar nicht so viel Informationen drumherum. Die Ballungsgebiete waren nicht so stark wie heute. Sie waren zwar da, aber wir waren nicht so oft abgelenkt. Jetzt mittlerweile können wir auf viele kleine weitere Dinge achten, aber wir haben nicht den Raum, um auszuatmen. Das heißt, unsere Wahrnehmung hat sich verändert. Dadurch natürlich auch unsere Körpersprache. Das ist recht normal. Ein kleines Beispiel dafür. Der Händeschlag gab es halt nicht vor 10.000 Jahren wie heute. Ja, ja. Heute gibt es sogar ganze Studien, wie ein Händedruck funktionieren soll. Ja? Also welche Position, welcher Winkel etc. Das gab es vor 10.000 Jahren natürlich noch nicht. Das hat sich entwickelt. Ein kleines anderes Beispiel, wenn ich jetzt mein Handy in die Hand nehme, heute, und vergleiche, wie die Hirnaktivitäten von damals auf heute sind, also vor den 2000er-Wende bis heute, da haben sich die Hirnareale für den Daumen zum Beispiel maßgeblich verändert. Das heißt, auch da verändert sich natürlich auch unsere Körpersprache, wie wir funktionieren. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, weil Körpersprache verändert sich ständig, aber je nach Thema natürlich, logischerweise, weil wenn du in den Raum reinkommst und währenddessen ich zum Beispiel arbeite und super stressig bin, ändert sich meine Körpersprache schlagartig. Und umso mehr ich mit dir zu tun habe, umso mehr ändert sich das natürlich auch. Das bedeutet, ich passe mich bei dir, also an dich an, und zwischen 10 und 20 Jahren vielleicht Beziehung kann natürlich meine ganze Körpersprache sich in Gänze verändern. Und das ist auch sehr beeindruckend. Also nicht nur in 10.000 Jahren, sondern auch vielleicht in einem Leben. Das heißt, die Körpersprache würde dann in einer Beziehung abnehmen, weil man sich irgendwie blind versteht, oder? Wie kann man das deuten? Sie würde sich vielleicht in ihrer Vielfalt verändern. Das bedeutet, du hast eine andere Körpersprache gelernt wie ich. So wie in dem Fall, wenn wir zusammenkommen, haben wir unterschiedliche Körpersprachen, Milieus erarbeitet, und die treffen aufeinander. Und wenn wir uns gut verstehen nach und nach, passiert Folgendes, und zwar wir gleichen uns ab. Und wir gleichen uns an. Ah ja, genau. Und das macht uns natürlich auch kompatibler zueinander.
das machen wir, wir gleichen ab, damit wir überhaupt überleben können. Weil wenn du ziemlich unterschiedlich bist zu mir, dann ist es für mich sehr anstrengend, diese Veränderung ständig zu dekodieren. Du bist ja anders als ich. Das heißt, ich trete ständig in einen Raum der Veränderung rein. Umso mehr ich verstehe, wer du bist, umso eher kann ich auf dich eingehen. Umso mehr fühlst du dich, wenn ich dich nachahme, naja, abgeholt von mir. Und dann steigert sich sozusagen das Vertrauen. Kann das dann auch sein, dass wenn man, sag ich mal, mit einem Menschen einen starken Konflikt hat oder mit jemandem nicht so zurechtkommt, dass es nicht nur alleine an der Kommunikation liegt, sondern dass derjenige vielleicht auch eine völlig andere Körpersprache hat als ich, die ich gar nicht so deuten kann? Ja, also ich kenne das zum Beispiel von meiner Seite. Also wenn ich beispielsweise hier in Deutschland anfange zu kommunizieren und ich mit meiner Kultur ankomme, das heißt, ich bin durch und durch Grieche. Ich bin zwar hier in Deutschland geboren worden, habe viele kulturelle Eigenschaften verstanden, aber ich bin viel touchier. Ich bin viel, also mehr in dem Kontakt, mehr Umarmung, mehr Backenküsschen. Das kennst du wahrscheinlich von Südländern generell. Und das Interessante daran ist, ich bin natürlich auch viel offensiver. Das heißt, wenn ich nicht streite, sieht es vielleicht sogar aus, als würde ich streiten. Mhm. Das finde ich so beeindruckend. Da musste ich mich richtig zurückfahren. Das bedeutet, das, was du nicht gelernt hast, könnte vielleicht für mich ein Nachteil sein und für dich auch. Mhm. Deswegen, wenn ich umso mehr ich anfange, dich zu verstehen in deiner Körpersprache, umso mehr kann ich mit dir umgehen. Hippokrates hat es schon mal sehr, sehr schön formuliert, und zwar, wenn du willst, dass Menschen das tun, was du willst, musst du deren Sprache sprechen. Und das ist genau dieses Werkzeug, Körpersprache. Sie zeigt uns die Möglichkeiten auf, in Kontakt zu treten. Und wenn ich dann etwas zu aggressiv bin in meiner Körpersprache, kann es sein, dass du, obwohl ich inhaltlich alles sage, so wie du es brauchst, du voll abgeschreckt bist. Hm. Ja. Andere sagen beispielsweise in ihrer Körpersprache Folgendes aus, wenn ich sage, ich mag dich oder ich mag dich. Mhm. Also das Erstere könnte vielleicht hier im nördlichen Bereich Europas super angenehm sein. Das Zweite eher viel zu aggressiv, weil ich zu sehr in die Zuneigung gehe. Kann aber im Süden vielleicht anders wirken. Natürlich je nach Kontext auch hier in der Kultur unterschiedlich zu betrachten. Weil Körpersprache ist nicht gleich Körpersprache. Ein Signal bedeutet das. Es gibt mehrere Signale, die ein Signalcluster erzeugen und somit natürlich zu unterschiedlicher, sagen wir mal, Erklärung führen. Ja, ich kenne das aus dem Verkauf. Da haben wir dann auch immer gelernt, dass man den Kunden gegenüber spiegeln sollte, damit er sich halt wohler fühlt. Ja. Oder man ihn eben auch besser deuten kann. Ne? Absolut, absolut. Das ist schon verrückt. Hat die Körpersprache denn an Bedeutung dann eher zu oder abgenommen? Pauschal kann ich darauf jetzt keine klare Antwort geben, weil je nach Kontext. Das bedeutet, Körpersprache an sich hat jetzt, dadurch, dass wir zum Beispiel in der Covid-Zeit wenig Kontakt zu anderen Menschen haben, natürlich auch irgendwie abgenommen in Sachen Empathie. Also ich habe gar keine Ahnung, wie der andere gerade ist. Also ich entferne mich nach und nach. Trotzdem habe ich Programme, die darauf sich, also rein grundlegend, wenn ich geboren werde, schon da sind. Und wenn ich auf andere stoße, sofort wieder aktiviert werden. Empathie zum Beispiel kann nicht in Gänze abgebaut werden, kann aber zunehmen in Sachen Verständnis. Körpersprache in Sachen Bedeutung? Nun ja, wenn die Covid-Zeit vorbei ist, kann es durchaus möglich sein, dass unser Flirtmarkt total boomt, weil so viele Ängste entstehen werden, das ist absurd. Wenn wir feiern gehen werden, Ballungsgebiete, also in dem Fall Ballungsräume mit Menschen, um Gottes Willen, was wird dann passieren mit der Körpersprache? Sie wird uns natürlich auch einiges, hallo, hallo. Noch kleinen Zuschauer hier. Sie wird uns natürlich auch einiges abnehmen. Wir werden Menschen sehen, die viel Angst haben, und somit können wir viel besser auf sie eingehen. Und im gleichen Zuge, wie auch davor auch, werden wir sie nutzen, um besser zu kommunizieren. Ich glaube, die Bedeutung wird stark zunehmen in den nächsten paar Jahren und Monaten. Hm. Absolut. Aber schön. Wie wichtig ist denn so Körpersprache im Alltag oder im Berufsleben? Ich hatte gerade das Beispiel gebracht, ich mag dich oder ich mag dich. Ja, das Gleiche könnte ich auch sagen, ich will mit dir ein Thema lösen oder ich will mit dir ein Thema lösen. Ja, allein nur durch, also Körpersprache ist auch mein Ton, mein Sprachduktus, wie sehr ich mit meiner Hand umgehe. Ich kann auch sagen, steh auf und geh nach da oder steh auf und geh nach da. Das ist eine ganz andere Form, wie ich mit dir umgehe. Und wenn ich auch noch weicher bin, könntest du bitte aufstehen und nach dort hingehen, dann passiert etwas mit dir. Das ist eine einladendere Geste. Wiederum das da hier ist eine belehrende oder sogar sehr angreifende Geste. Ich bin mit einem Finger sozusagen auf dich und könnte dich damit attackieren. Es könnte etwas in meiner Hand liegen, was du nicht siehst. Umso bedrohlicher wirkt das auch, wenn ich eine geschlossene Hand habe statt eine offene. Oder hier siehst du, okay, da ist keine Waffe drin, da ist keine Bedrohung. Ich zeige mich in Gänze und ich zeige dir sogar meine verletzbare Stelle. Mit anderen Worten, wie detailreich auch Körpersprache sein kann, ist ja unendlich. Das bedeutet, wenn ich Körpersprache zum Beispiel unterdrücke und die nicht zeige,
dann verberge ich vielleicht sogar was und du fühlst dich nicht abgeholt. Kaum fange ich an zu gestikulieren, merkst du, ich baue eine Sprache, die du verstehst, ohne zu hören, was ich sage. Wenn ich über eine Wendeltreppe diskutiere, muss ich kaum erzählen, wie die Wendeltreppe funktioniert, wenn du das Wort nicht kennst. Eine Treppe, die so abläuft. Und das ist so interessant, weil Körpersprache hilft deinen Gedanken oder hilft mir, dir zu zeigen, was ich genau meine. Und das ist Körpersprache. Die Macht ist, ich nehme dir das Denken ab, indem ich gestikuliere und mit meiner Mimik dir zeige, wo ich gerade stehe, emotional. Unterschätzen denn die Menschen Körpersprache? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja. Ein kleines Beispiel. Klein Peter ist jetzt in dem Fall 4, 5 oder 6 Jahre alt und merkt, dass seine Eltern sehr aggressiv zueinander sind. Offensiver als sonst. Mhm. Sie sind wiederum ein Beispiel in ihrem Alltag sehr diplomatisch, fast schon Kalkül. Und kaum geht es um ein Thema, werden sie etwas aggressiver. Also geht es um beispielsweise eine Scheidung oder ähnliches. Und Klein Peter kommt in den Raum rein und merkt das. Irgendein Programm sagt ihm, da ist etwas faul. Und es kann sein, dass meine Eltern sich sozusagen zoffen wegen mir. Klein Peter spürt das auch und das ist unangenehm. Und dann geht er hin und sagt, Papa, Mama, bitte nicht streiten. Papa dreht sich um und sagt, Peter, wir streiten nicht. Was Peter nicht aber wahrnimmt, dass sie nicht streiten, sondern sie streiten für ihn, weil sie normalerweise das nie tun. Das ist sehr bedrohlich. Also Körpersprache ist in dem Moment, wenn der Papa von Peter sagt, ist halt nicht, das stimmt nicht, was du gerade denkst, ab dem Moment wird alles abgemeldet. Das bedeutet, er vertraut nicht mehr auf seine Körpersprache und sieht im Außen Körpersprache, aber wertschätzt sie nicht mehr in der Form, weil er gelernt hat, dass Körpersprache nicht relevant ist. Was aber in dem Fall trotzdem relevant bleibt, weil Körpersprache ist unbewusst und ist nicht so alt, wie Peter alt ist, sondern Körpersprache ist so alt, wie Körpersprache alt ist. Also mehrere Millionen Jahre. Primaten, die vor 60, 90 Millionen Jahre gelebt haben, haben schon das genutzt. Logischerweise, weil sie ja nicht ein Produkt ist unserer Gedanken, sondern ein Produkt, um miteinander umzugehen. Sie ist älter als die Sprache selbst. Ja, wollte gerade sagen. Das ist so brillant. Mhm. Und diese Art von Muster, die haben wir noch in uns. Also wir unterschätzen Körpersprache maßgeblich. Gibt es denn geschlechterspezifisch Unterschiede? Also setzen Frauen Körpersprache bewusst stärker ein als Männer? Vermeintlich denkt man das, ja. Zum Beispiel, wir sehen uns beide ein Filmchen an, ja, beispielsweise ein Hollywood-Film oder ähnliches, und es ist eine traurige Stelle. Und du als Frau guckst diese Stelle an und brichst in Tränen aus, ist für dich so, um Gottes Willen, okay? Heißt das, dass wenn der Partner oder der Freund, der männliche Freund, es nicht darstellt, dass er weniger Emotionen hat? Nein, das stimmt nicht. Dass er in dem Moment mit seiner Körpersprache anders umgeht? Ja. Dass er trotzdem körpersprachliche Signale aussendet? Ja. Dass man mehr Trauer vielleicht vermeintlich haben wollte als Frau. Okay, zeigt er weniger Signale deswegen? Nein, auf gar keinen Fall. Also es gibt Unterschiede, gar keine Frage. Ein Beispiel. Frauen gestikulieren mit ihren Händen eher am Körper dran. Ja? Also sie sind nicht so ausschweifend, so raumeinnehmend. Ja? Männer gehen vielleicht sogar mehr in die Dominanz rein. Das liegt aber in dem Fall daran, dass Männer generell nach der Forschung, wie wir mittlerweile auch wissen, mehr natürlich auch in dominanzhierarchischen Systemen arbeiten. Also sie sind eher zum Beispiel im Angriff. Ja? Sie nehmen mehr Raum ein. Das kennst du selbst auch. Klassisch. Ja? Du sitzt in der Bahn, du möchtest dich neben einem Mann hinsetzen. Und wie sitzt er in dem Moment dran? Breitbeinig. Nimmt zwei Plätze ein. Das ist so unangenehm. Ja? Das machen Männer mehr als Frauen. Das stimmt. Ja, sie nehmen mehr Raum ein. Und es sieht wahrscheinlich auch sehr, sehr unangenehm aus, wenn Frauen anfangen, auch mehr Raum einzunehmen, was sie davor nicht getan haben. Schlagartig, weil irgendein Trainer gesagt hat, nimm mehr Raum ein, mach mal mit mehr so. Und das sieht dann ganz unnatürlich aus. Und wenn sie nur ein bisschen weiter rausgehen, dann könnten sie vielleicht sogar damit etwas imitieren, was Raum einnehmen bedeutet und ihre Körpersprache anpassen. Aber es gibt Unterschiede, ja. Aber oftmals in den Grundemotionen weniger. Wie kann ich denn lernen, mit Körpersprache besser umzugehen, ohne, wie du jetzt eben gerade schon sagst, dass es dann künstlich wirkt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich mir oftmals zum Beispiel auch von Trainern angehört habe, weil ich viele Schulungen auch besucht habe, die ganz klar gesagt haben, ja, geh einfach raus und mach dies und jenes. Ja. Das ist eine gute Übung, weil dann sieht man in der Mimik des anderen mein Spiegelbild. Das wiederum bedeutet, ich merke dann, wann ich unauthentisch werde und wann nicht. Was ich aber interessant finde, ist eher, wenn du zu Hause sitzt und wie ein Kind deine Körpersprache lernst. Vom Spiegel. Also wirklich ein Beispiel, was wir jetzt gerade sehr, sehr gut haben. Wenn du schon ein Zoom-Meeting, Skype-Meeting oder whatever-Meeting am Video hast, dann setz doch bitte dein Bildschirm
so hin, dass du, wenn du in die Kamera reinguckst, bei dir reinguckst, wie du bist, was du gerade tust. Was dann wiederum bedeutet, immer wenn du anfängst zu sprechen, siehst du ja dich. Und du siehst dann, okay, während ich über eine Geschichte rede in meiner Vergangenheit, dann passt diese Mimik besser als die andere. Da wirklich authentischer, weil du anfängst, dich anzuschauen. Weil oftmals ist es so, das sage ich auch oft, wenn es um das Thema Training der Emotionen geht, schick mal bitte ein Signal an dein Gesicht, weil deine Freude sieht man noch nicht, während sie darüber reden. Also mir geht's recht gut, also heute war der Tag echt toll und ich habe so viel gelernt. Wo bleibt die Mimik? Und dann setzt mir mal wirklich eine Kamera ran und sagen, findest du dich hier währenddessen authentisch? Und viele Leute benutzen sie nicht, weil sie nicht diese gelernt haben zum Beispiel, weil sie es vergessen haben, weil sie vielleicht auch Angst haben, etwas zu euphorisch zu wirken. Und kaum verwenden sie diese, während sie abgleichen, wie sie ausschauen, wirklich am Spiegel oder halt in der Kamera, merken sie, ach so, das wirkt authentischer, weil ich mich dabei auch selbst wohlfühle, während ich mich sehe. Und das ist alles. Kinder gucken sich sehr gerne beim Spielen im Spiegel an. Ja, stimmt. Das ist so spannend, das macht so viel Spaß. Und ich liebe diese Art und Weise, Kindern zuzuschauen, wie sie sind, was sie sagen, wie sie sich fühlen da dabei, ohne zu wissen, dass sie sich so fühlen. Sie tun es einfach. Und das ist dieses Spielerische. Das ist kein Vorteil von einem Kind. Ein Erwachsener nimmt sich ja zurück, und das muss ich hier ganz klar erwähnen, ein Erwachsener nimmt sich zurück, weil er glaubt, etwas Falsches machen zu können, was berechtigt ist. Es gibt viele Menschen, die sagen, sag mal, warum bist du so euphorisch? Und zack, bist du wieder in deinem Trauma. Zack, bist du wieder in deiner Vergangenheit. Wie Papa sagt, reiß dich mal zusammen. Zeig nicht so viel. Weil du es irgendwann mal gelernt hast. Und er hat seine Gründe, aber lern dich wieder kennen. Und das ist die beste Übung, die ich mitgeben kann. Es gibt auch andere Übungen, die ganz klar sagen, fokussiere dich mal über 2-3 Wochen auf einzelne Körperpartien deines Gegenübers und guck mal, wie er agiert. Weil umso mehr du verstehst, wie andere sind, umso mehr verstehst du dich ja auch. Weil du fängst an, dich abzugleichen, wie was ich vorhin gesagt hatte, in einer Beziehung. Du gleichst ab. Kleiner Tipp an alle, die gerade zuhören und zuschauen vor allem. Wenn du anfängst, und das finde ich so toll, wenn du anfängst, mit Menschen zusammen zu sein, die das zeigen, was du sein willst. Reichtum zum Beispiel, besser in der Beziehung umgehen. Wenn du beispielsweise mehr mit Finanzen umgehen möchtest oder generell auch auf der Bühne stehen möchtest, dann such dir diese Menschen, zieh sie in dein Leben hinein und du fängst an abzugleichen. Das ist ein natürlicher Prozess und du wirst diese Körpersprache auch annehmen. Und das ist brillant. Das hat der Mensch intus. Dafür muss er nicht viel üben. Wann sollten wir denn so Körpersprache, sage ich mal, gezielt einsetzen? Wann wäre es denn wichtig, da wirklich mal drauf zu achten und jetzt zu schauen, okay, wie wirke ich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, Körpersprache gezielt einzusetzen, gerade zum Beispiel in der Verhandlung, ist es sinnvoll. Gerade zum Beispiel im Streit mit einer Beziehung. Gott im Himmel, wie oft ich sehe, wie Menschen streiten, das ist unfassbar. Ja, sie könnten gezielt den Streit sehr schnell schlichten, aber sie wollen Energie rauslassen. Und da kann man auch ganz klar sagen, du kannst diplomatisch sein oder vielleicht auch ganz klar auf einen Rahmen eingehen und sagen, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Energie rauslassen. Ist es für dich in Ordnung? Und nicht so sagen, ich möchte jetzt Energie rauslassen. Ist es für dich in Ordnung? Ich möchte erstmal. Und dann kannst du ja zulassen. Da kannst du ja mehr mit deiner Sprache auch bedrohlich wirken, mit deiner Körpersprache, weil du einen Rahmen davor erschaffen hast, dich mal kurz zurückzunehmen, zu fragen, ist es okay, keine Bedrohung darzustellen, weil du willst ja nicht bedrohlich wirken. Du willst in dem Moment einfach das, was Millionen Jahre alt ist, was in dir schlummert, einfach mal rauslassen, weil es ist gut, es tut gut, das zu tun. Und ansonsten, es gibt so viele Bereiche. Ich meine, wenn du merkst, dass deine Wirkung nicht wirklich funktioniert, nicht wirkt, also in der Wirklichkeit, weil du keine Wirkung darstellst nach außen mit deinen Mitmenschen, dann solltest du dich mal kurz fragen, ist das, was ich gerade darstelle, genug? Oder kann ich mich vielleicht mehr zurücknehmen oder mehr rausgehen mit mir? Die Frage, worum geht es dir eigentlich, ist sehr, sehr wichtig. Was willst du erreichen in der Kommunikation? Und wenn du ein stilles Mäuschen bist, ist die Frage, willst du wirklich rausgehen und deine Körpersprache darstellen? Und die Antwort ist oftmals nein. Also das heißt in dem Fall gerade introvertierte Personen, die ganz klar sagen, ich will nicht so viel Kontakt haben, die müssen sich dazu nicht zwingen. Extravertierte zum Beispiel, die lieben das. Ja klar, denen sage ich zum Beispiel, schalt mal einen Gang runter. Da kannst du gezielter mit deiner Körpersprache arbeiten. Extravertierte Menschen neigen dazu, viel hastiger mit ihrer Körpersprache zu sein. Wie das wirkt. Damit verbauen sie sich oftmals zum Beispiel in Verhandlungen oder in Gesprächen, in Moderation, verbauen sie sich sehr, sehr schnell. Machen Sie das und gucken Sie das und A und I, U. Wir müssen von A nach B. Und also sie sind viel zu hastig. Und dann schrauben sie ihre Körpersprache zurück. Das lernen sie dann wiederum. Sagen, sie müssen von A nach B. Und dann wirkt sie viel, viel angenehmer. Sie begleitet dich als Zuhörer, Zuschauer durch einen Gedankenprozess. Und somit wirken diese Menschen viel, viel authentischer.
Ja, das ist die Macht der Körpersprache in der Hinsicht, ja. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, also ich komme ja aus der Gesundheit, Fitnessbranche und hatte auch viele Lehrlinge, viele, die wir ausgebildet haben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich einfacher ist, Leute runterzuholen, die zu viel Energie haben, ja, als Leute zu pushen, die zu schüchtern sind. Ja. Was natürlich in der Fitnessbranche, ne, da ist ja Präsenz, Körpersprache unglaublich wichtig. Das ist ein Teil, den man da wirklich viel lernt. Weil man natürlich klar dem Kunden gegenüber ja immer so ein Stück weit, ich sag jetzt mal, dominieren muss oder zumindest ein Vorbild sein muss, was natürlich bei so einem kleinen grauen Mäuschen ein bisschen schwierig ist. Ja. Aber warum fällt es uns das schwerer, sag ich mal, aus uns herauszukommen, als uns einfach so ein bisschen zu bremsen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ein Teil wäre zum Beispiel, du hast es so gelernt. Ein anderer Teil ist, du bist so konzeptionell bist du halt eher introvertiert. Ja? Das heißt, auch da den Druck rauszunehmen, etwas machen zu müssen. Hm. Weil kaum nimmt man den Druck raus, zum Beispiel eine schüchterne Person, die in den Raum reinkommt, dann merkt man ganz klar, wie sie sich verhält. Die Gestik, die Illustrationen, wenn ich etwas umschreibe, das ist bei ihr etwas gemilderter. Kaum wenn sie sich euphorisch empfindet oder euphorisch ist, steigt sie mit ihrer Gestik. Also sie fängt an, mehr Illustrationen zu machen. Und da aufzugreifen, zu sagen, oh, was ist denn das? Was macht dir denn Spaß? Was ist das, was ihr die Euphorie gibt? Und da drauf einzugehen und sie in den Raum zu geben, so zu sein, wie sie ist. Und sie nicht zu pushen, das ist ganz, ganz wichtig. Also sie irgendwo hinzutreiben oder hintreiben zu wollen, ist sehr schwierig. Sie anzunehmen erstmal, ihr den Raum zu schenken. Beispiel, sie kommt rein und ich gebe ihr den Raum zu sprechen, indem ich ihr Fragen stelle. Aber nicht pushy Fragen wie beispielsweise, warum redest du nicht so viel? Red mal ein bisschen mehr. Was ist deine Meinung dazu? Sondern langsam auch zu sein, der Person den Raum zu geben, zu verstehen, okay, ich habe einen Gegenüber, der mich nicht übermannt mit seiner beispielsweise euphorischen Gestikulierung, seiner Mimik, seiner zu argen Zuneigung. Weil das raubt ja dir den Raum, wenn ich die ganze Zeit so reden würde. Ah, ich bin ja schon nah genug. Okay, ich kann mich auch zurücklehnen, weil du bist auch sehr entspannt. Also das heißt, ich drücke dich nicht zurück. Wenn ich zu nah wäre, dann würde vielleicht sogar deine Körpersprache nach hinten gehen. Mhm. Aber du bist jetzt gerade entspannt. Ich weiß in dem Fall, okay, es ist alles in Ordnung. Es ist in einem Rahmen, in dem du dich entfalten kannst. Bei einer schüchternen Person zum Beispiel wäre das sogar wichtiger, vielleicht den Raum ihr zu schenken am Anfang. Mit meiner Gestik langsamer zu sein. Je nachdem, was sie denn braucht. Und nach steigert sich die Energie, weil sie den Raum bekommt. Und natürlich auch durch Fragen. Aber sprachlich natürlich auch ihr das zu geben, was sie gerade will. Sie will nicht zu viel. Sie will etwas weniger. Schritt für Schritt. Und einer meiner Mentoren macht das sehr, sehr gerne. Er nutzt natürlich die Gelegenheit, unterschiedliche Zustände zu bewegen. Einerseits mental. Das heißt, über welches Thema rede ich denn gerade? Beispiel, die Person ist eher schüchterner und redet gerade über Greenpeace. Und sie mag das total, darüber zu sprechen. Dann switche ich doch nicht von Greenpeace schlagartig in ein neues Thema rein und raub ihr den Raum, in dem sie sich wohlfühlt, thematisch. Mein Mentor sagt in dem Moment, ja klar, gib ihr den Raum, sprich darüber, über das, was gerade als Elefant im Raum ist. Der zweite Zustand ist der körperliche. Ja klar, wenn sie anfängt, sich zu bewegen, gib ihr mehr Raum, indem du die Fragen stellst zu dem Thema, weil sie anfängt, sich zu bewegen. Dadurch entsteht Folgendes. Sie geht mehr in die Emotion hinein und folglich, wenn die Emotion angestoßen ist, wird jedes Thema, was danach entsteht, von alleine laufen. Das ist oftmals der Fall. Andere Person, die man runterbringen muss, nun ja, da auch ruhiger sein. Mhm. Oftmals ist Ruhe auch wirklich das A und O. Aber wiederum, wenn du mehr Energie aufbauen möchtest, bei einer Person, die halt gar nicht sich bewegt, wirklich Thema anschauen und dann auch da euphorisch auch reagieren. Aber nicht zu euphorisch. Also es ist ein Wechselspiel. Also ein Wechselspiel, das sind sehr, sehr feine Nuancen, die man da beachten darf, dass man sich selbst nicht zu sehr in den Raum einbindet, weil es geht um jemand anderes. Deswegen haben wir ja auch, wie Goethe schon gesagt hat, ich glaube, es war Goethe, 2 Ohren und einen Mund, damit wir doppelt so gut zuhören können. Mhm. Ja, das gibt den Menschen einfach, das wertschätze ich sehr. Um was geht es denn eigentlich bei dir? Weil mich darzustellen, nun ja, das geht einfach. Ich weiß ja, wer ich bin. Aber ein anderer, der nicht weiß, was er ist und woher er kommt und was er will, das ist ein sehr, sehr schönes Thema, weil Menschen brauchen ihre Zeit und ihre Entdeckung. Sie dürfen sich selbst erstmal erkennen. Und das ist immer der Fall. Selbst die Personen, die sich selbst auch schon gut kennen, die lieben das, wenn es um ihr Thema geht. Wie jetzt auch hier, ich fühle mich total wohl, weil du mir Fragen stellst. Das ist, also, und ich habe deine Videos auch schon gesehen, wie du bist in Videos, wie du den Menschen den Raum gibst. Das machst du als Person ideal. Und das ist etwas sehr, sehr Wertschätzendes.
Und somit fühle ich mich extra wohl. Und offensichtlich auch alle deine Teilnehmenden hier, die Interviewten, auch. Sonst würden sie nicht hierher kommen. Schön. Ja, es ist genau das. Ja, na klar, Raum geben. Also wir haben es dann immer so gemacht, weil in der Fitnessbranche ist es natürlich schwierig. Da hat man die Zeit einfach nicht. Mhm. Und wir haben es dann immer so gemacht. Das fand ich aber eigentlich ganz gut. Ich musste das auch machen. Ich musste dann in meinen Trainings immer mindestens 3 Mark in die Hände klatschen. Mhm. Und das ist so schwer. Also es hört sich erstmal wirklich einfach an. Mhm. Aber es ist unglaublich schwer. Es ist wirklich, aber es hat tatsächlich, man motiviert sich dadurch ja selber. Ja. Und das war, fand ich, eine klasse Übung. Absolut. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Beziehung zurückkommen. Du hast ja gesagt, gerade wenn man sich streitet, da einen Konflikt hat, dass man dann oft zu euphorisch ist. Also ich kenne es auch von mir selber. Ich bin zum Beispiel jemand, der dann auch automatisch aufsteht. Mhm. Durch den Raum läuft und wild artikuliert. Aber was kann ich denn dann wirklich praktisch tun, um das Ganze nicht noch weiter anzufeuern? Also wirklich mich zum Beispiel dann hinsetzen, während ich diskutiere, oder was, worauf sollte ich dann selber achten, um das dem Ganzen nicht noch mehr Feuer zu geben? Auch da zum Beispiel ist es abhängig von der Situation. Ja, wenn zu viel Feuer im Raum ist. Ein Beispiel. Peter ist erwachsen, von dem wir gerade gesprochen haben. Okay. Und er kennt sich mit seiner eigenen Körpersprache nicht so wirklich aus, okay? Und er kommt von der Arbeit und es war echt die Hölle. Sein dominanzhierarchisch über ihm stehender Chef hat ihn voll zur Sau gemacht. Und zwar wo? Vor seiner ganzen Mannschaft. Jetzt kommt er nach Hause und will eigentlich schon Dampf ablassen. Und jetzt kommt seine Partnerin und sagt so, Schwamm drüber, das ist doch nur ein Glaubenssatz. Komm mal runter. So in dem Moment schießt wohlgemerkt ein sehr, sehr alter Teil in seinem Gehirn voll dagegen und sagt, eigentlich will ich hier gerade voll Aggression rauslassen. Ja. Jetzt will ich jemanden abschlachten, sorry meine Wortwahl, aber ich will Energie rauslassen, ich will mehr Sport machen, ich will eigentlich in den Wald reingehen und irgendwie ja, Eber erleben wollen oder ähnliches in der Form, ich will in den Krieg ziehen. Und dann kommt meine ruhige Partnerin und sagt, das ist nur ein Glaubenssatz, komm mal runter. Oh, geht gar nicht, okay, ja. Geht gar nicht. Was sie aber tun kann, ist Folgendes, ja, ich sehe gerade, du bist aufgebracht und ganz ehrlich, viele Partnerinnen sehen das recht früh, ja, kommt in den Raum rein und sie sagt, Wie gut geht's dir? Ist irgendwas? Und er sagt, nee, ist alles okay. So ist er auch so richtig angespannt und seine Füße, also die sind viel schneller im Laufen und er ist so richtig angespannt im Oberkörper und auch vor allem, wahrscheinlich ist er sogar rot im Gesicht. Wer weiß? Seine Mimik viel schneller, etc. Und dann wirkt sie recht ruhig, das ist für ihn angenehm, er kann ankommen. Aber ich würde es konzeptionell anders angehen beispielsweise und ganz klar sagen, egal was du gerade hast, sprich mit mir. Also auch wirklich zielstrebig zu sein. Wenn du das nicht möchtest, ich gebe dir den Raum. Also auch nachträglich. Ruhig eingehen ist okay, aber auch noch beschwichtigende Gesten so von wegen, komm mal runter, ist alles okay. Never ever. Mhm. Andersrum, drehen wir mal den Spieß um. Die Frau kommt nach Hause und trifft auf Peter. Peter will sofort in dem Fall das Problem lösen. Und ist super offensiv. Wenn er nicht richtig hinschaut, kann es gut möglich sein, sie will erstmal ankommen, sie will darüber reden, etc. Und was macht er in dem Moment? Das Beste, was er tun könnte, wäre genau das Gleiche. Egal, was du hast, ich bin da. Was macht er mit seiner Körpersprache? Ich habe jetzt erstmal über das Konzept geredet. Okay? Aber es ist wichtig, das Konzept im Kopf zu haben, weil deine Körpersprache passt sich an dem Konzept an. Wenn du weißt, dass dein Partner eher aggressiver Natur ist, dann lass ihn doch zu. Du willst es ja nicht beschwichtigen. Da steckt ja ganz viel Energie da dahinter, die raus will. Auch da den Raum zu geben und immer nicht als Feind dazustehen. Das bedeutet, wenn du schon redest, dann rede mit offenen Händen. Wenn du nicht reden magst, dann rede nicht. Gib der Person aber die Möglichkeit, es zu verstehen. Du, ich bin gerade etwas... Zu viel ist mir die Aggression, die du gerade mir geben willst. Und das ist nicht angenehm. Es ist unangenehm, vor allem für die Person dann zu merken, okay, mein Gegenüber ist nicht bereit für das Gespräch, weil sie sich zurückzieht. Eigentlich willst du, aber du ziehst dich zurück. Wie ist da deine Körpersprache? Dich mal bewusst zu fragen, okay, was ist denn das Wertvollste in dem Moment, was ich meinem Partner schenken könnte? Dich aus dir heraus mal kurz zu ihm zu bringen, weil oftmals, wie gesagt, deine Körpersprache zieht dann mit. Die Sache ist halt die, wenn du nicht weißt, wie deine Körpersprache in dem Moment wirkt, wenn du dich nicht mal bewusst gefragt hast, wie bin ich denn gerade? Bin ich zu touchy, bin ich zu nah dran oder bin ich eher zu distanziert? Die Person sehnt sich nach etwas. Stell die Fragen wie beispielsweise, sag mal, bin ich eigentlich gut genug für dich? Dabei merkst du auch ganz klar, du bist viel zu weit weg. So, wann haben wir denn wieder 2 Stunden für uns? Viel zu weit weg. Du Schatz, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Viel zu nah dran.
Das sind auch Worte, die ganz klar sagen, okay, du bist vielleicht auch körperlich zu nah dran. Oder wenn du miteinander sprichst, und das ist etwas so, so Schönes, es kann von einem Flirt bis in die Partnerschaft sich durchziehen. Selbst bei einem Kunden kann es sich durchziehen. Und zwar folgendes, ganz simpel. Du gehst zu nah dran und die Person neigt sich nach und nach hinten. Und sie will das eigentlich, also sie will diese Nähe gar nicht. Dann weißt du ganz genau folgendes, du bist zu nah dran. Was du tun kannst, du neigst dich genau die Zentimeterzahl, die gerade die Person nach hinten gegangen ist, auch nach hinten und gibst ihr den Raum. Das entspannt sie total. Sie merkt, okay, es wird respektiert, mein Raum wird respektiert. Und das ist wirklich mit Abstand eines der wertvollsten Situationen überhaupt, wenn du sie so aufgreifst. Weil dann gehst du in der Partnerschaft gehst du da ganz tief runter. Das ist so eine Depressionsphase. Du bist in einem Streit. Du weißt, es kann alles zerbrechen. Ein falsches Wort kann alles zerreißen. Wir wissen, wie das sich anfühlt. Mhm. Und dann gibst du der Person den Raum. Und sagst, sogar in dem Moment, wenn du das schon spürst, brauchst du eher Raum oder möchtest du über dieses Thema reden? Und bleibst dabei ruhig. Oder, wenn dein Partner etwas aggressiver ist, brauchst du diesen Raum, weil ich spüre gerade, das, was du in dir trägst, das muss raus. Ich will für dich da sein, also für die Person da sein. Ich meine, Anerkennung ist es, Menschen brauchen so wenig. Sie brauchen so wenig an Anerkennung, so wenig und das reicht oft. Und die Leute kommen von sich. Und die Körpersprache, die du in dir trägst, die wird dich leiten. Die wird dich leiten. Deine Gefühle werden die Körpersprache erzeugen. Oder sagen wir mal, dein Bewusstsein, was für ein Konzept hast du, wird dich in einen Rahmen packen, bei dem deine Körpersprache perfekt sein kann. Gleich dich oftmals ab. Weil streiten wirst du nicht nur einmal. Das ist das Coole. Du kannst lernen. Und der Person einfach sagen, du, wenn ich eigenartig wirke, dann sag mir das. Was fehlt dir? Was wünschst du dir von mir? Deswegen haben wir auch ja sozusagen dieses Sprachzentrum, um das auszudrücken, was unsere Körpersprache vielleicht in dem Moment nicht kann, weil wir es nicht wissen. Übung. Und also die Körpersprache in der Beziehung kann gebaut werden. Und es kann so schnell gehen, nach 2 Wochen kann es vielleicht sein, dass du die Traumpartnerin, der Traumpartner wirst, allein weil du die Frage gestellt hast, was brauchst du denn? Und das empfinde ich als sehr gekonnt. Kleines Beispiel dafür auch, das letzte Beispiel für jetzt in dem Fall für die Beziehung. Wenn du frisch in der Partnerschaft bist und du punktest halt einfach nicht im Schlafzimmer. Kennen wir zu gut. Oh, das kann richtig wehtun. Wenn du ganz genau weißt, deine Partnerin steht auf oder dein Partner und geht einfach und du denkst dir so, was habe ich jetzt falsch gemacht? Geht gar nicht. Einfach die Frage zu stellen, was brauchst du denn? Habe ich das Schiffchen da oben getroffen oder nicht? Diese Frage kannst du stellen. Das fühlt sich so unangenehm an in dem Moment. Ich weiß, es tut weh. Aber stell doch die Frage, was kann schon Großartiges passieren, dass deine Partnerin sich umdreht und sagt, du bist nicht für mich der Traumpartner, weil ganz ehrlich, der muss sowas wissen. Echt jetzt? Dann bist du nicht meine Traumpartnerin, bei der ich diese Frage nicht stellen kann. Also, was willst du denn eigentlich? Worum geht's dir denn? In dem Stillschweigenden deine Partnerschaft vorangehen lassen oder darüber reden, was du eigentlich brauchst und willst? Das ist das Fundament, auf das du baust. Fragen zu stellen, kostet nichts. Was dann kostet, ist, keine Antwort darauf zu haben. Du bist ja schon zum Teil auf meine nächste Frage eingegangen. Wie kann ich mit der Körpersprache anderer besser umgehen? Also im Prinzip, dass ich wirklich den anderen beobachte und gegebenenfalls genau ihn reflektiere auch. Ja, absolut. Also Übung, Übung, Übung. Das bedeutet, wenn du Körpersprache siehst, erstmal gucken, was wirkt sie? Wie wirkt sie denn? Ist es ein Muster? Ein Signal heißt nicht gleich das. Das zweite Signal heißt nicht gleich das. Das erste Signal, ah ja, das heißt, ja, ich habe das vorhin gesehen, du warst etwas im Unmut. Oh, du warst ein bisschen vorhin aggressiv, gell? Das habe ich gesehen. Das will keiner hören. Das ist nur noch schlimmer. Das ist unfassbar schlimm. Was du sagen kannst, ist, was ich vielleicht vorhin gesehen habe, bitte korrigier mich. Warst du vorhin vielleicht enttäuscht? Hat es sich vielleicht etwas sauer gemacht? Wenn ja, das tut mir leid, das wollte ich nicht verursachen. Du kannst durchaus darauf eingehen. Warte auf 2, 3 Signale, die das Gleiche ausdrücken. Bei der Verhandlung genauso. Wenn beispielsweise ein Part des Gesichts, eine Gesichtshälfte, sich nach oben zieht oder nach unten zieht, so, kann es durchaus möglich sein, dass das Verachtung darstellen kann. Ich zeige es nochmal ganz kurz in die Kamera. Nur eine Seite. Oder wenn nur ein Nasenflügel nach oben geht. Das kann Verachtung darstellen. Wenn es 3-mal hintereinander vorkommt, glaubst du ernsthaft, dass du dann abschließen kannst? Die Wahrscheinlichkeit sinkt. Das heißt, auch da zu gucken, wie die anderen Personen sich verhalten und immer mehr zu üben. Das habe ich vorhin kurz genannt, mal für 1, 2 Wochen auf folgende Punkte zu achten. Kurz eine kleine Anleitung, kleine Tipps rein. Punkt Nummer 1. Geh mal
wirklich nur Stirn- und Augenpartie für einen Tag lang an bei anderen. Schau nur mal da drauf. Du musst nicht dekodieren, was sie dann ausdrücken. Einfach nur etwas expliziter drauf schauen, auf die Stirn- und Augenpartie, was da passiert. Und dann mal zu schauen, okay, wohin will die Person? Welche Gedanken könnten da vorkommen? Einfach mal drüber so philosophieren, drüber nachdenken. Dann geht's weiter. Nase- und Mundpartie. Einfach mal nur da drauf gucken, was da so alles passieren kann, wenn die Person anfängt, eine Schnude zu machen. Und du weißt schon, wie die Augenpartie und die Stirnpartie sich verändert. Da hast du schon ein bisschen dich geübt. Weil dann werden ganz viele Informationen aufgedeckt, die womöglich sich dann in dem Fall verbinden und du dann merkst, ach so, Schnute mit Stirnrunzeln könnte vielleicht etwas anderes bedeuten als nur Stirnrunzeln. Weil Schnute und Stirnrunzeln ist so, okay. Oder ganz anders. Die Kombination macht das Ganze auch. Das ist ein Signalcluster. Das und vielleicht sogar die geballten Fäuste. Okay, dann weißt du, da könnte was sein, was vielleicht ein bisschen mehr an Wut beherbergt. Und so könnte man anfangen zu üben. Aber die Frage ist, worum geht's dir? Und dann gehst du dann durch. Okay, Mundpartie hast du, dann schaust du mal, okay, Nacken oder Hals. Wie ist der Kopf? Wie neigt er sich? Und auch beispielsweise auf die Haut zu achten. Wird die Person eher bleicher bei einem Thema, eher rötlicher, sogar nicht nur bleich, sondern gelb? Ja. Was passiert mit dem vegetativen Nervensystem? Da kannst du anfangen zu üben. Aber stell dir die Frage, worum geht's dir eigentlich? Worum geht's dir? Und dann dich entlang zu hangeln. Da kannst du üben und dann die Körpersprache bei anderen besser nachvollziehen. Es ist eine Übungssache. Die meisten Sachen kennst du so oder so. Das ist das Coole an der Körpersprache. Die meisten Leute, die gerade zugucken, die sind Profis. Und ich weiß, du bist gerade Profi. Du guckst gerade zu, du bist Profi. Und das Tolle an der ganzen Sache ist, du kannst dieses Profi-Sein vielleicht noch nicht entdecken, gerade jetzt noch nicht, aber du bist es schon. Gib dir einen Ruck, 2 Wochen lang jeden Tag mal auf Körpersprache zu achten. Du wirst recht schnell merken, wie ein Detektiv. Und das hat mir sehr geholfen, zum Beispiel Lie to Me, die Serie. Total tolle Serie. Die erste Staffel, mega. Da habe ich mich danach gefühlt wie so ein richtiger Detektiv, ja. Ich habe alles deduziert, ich habe alles geguckt, so, okay, Moment, das könnte das bedeuten, das könnte das. Aber ich habe die Menschen nicht verurteilt. Ich habe sie nicht in eine Schublade gepackt, ich habe drauf geschaut und es bedeutet, okay, diese Körperhaltung könnte das bedeuten, aber ich habe alles, was sie danach gesagt haben, auf mich zukommen lassen. Eine der goldenen Regeln der Körpersprache. Niemals verurteilen. Erst gucken, was die Person nachträglich noch sagt, wie sie sich ausdrückt, was sie dann tut, wie sie sich verändert. Ob sie mir vielleicht die kalte Schulter sogar zeigt, wenn sie dann sagt, eigentlich mag ich dich. Was sagt das aus in dem Moment? Ich zeige dir die kalte Schulter, drehe mich um und sage währenddessen, ich mag dich. Ja, danke fürs Gespräch. Das glaube ich in dem Moment gnadenlos, ja. Das ist inkongruent, ja. Das passt nicht zu dem, was du gesagt hast. Sehr schön. Worauf sollte ich denn achten, wenn ich mit meiner Körpersprache jetzt nicht negativ auffallen möchte? Okay, das ist gut. Das ist eine echt gute Frage. Sollte man vielleicht mal wissen. Worauf soll ich achten? Worum geht's dir da? Und also auch da die Frage sich zu stellen, worum geht's? Was willst du denn damit erreichen? Ja? Auch bei einem Streit. Es könnte sein, was ich vorhin schon gesagt habe, es könnte sein, dass du viel zu ruhig einwirkst. Eigentlich will die Person sich anfangen zu bewegen. Sie will mit dir spazieren gehen oder ähnliches. Ja? Und sie zeigt mit der ganzen Körpersprache schon zur Tür. Ja? Und du kannst die Frage stellen, soll man rausgehen oder möchtest du kurz aufs Klo? Oder, ja? Oder ganz klar sagen, ich möchte ganz kurz aufs Klo. Lass uns mal kurz eine Pause machen. Willst du danach vielleicht spazieren gehen oder ähnliches? Du kannst auf das eingehen. Okay? Kannst du mal die Frage stellen? Worauf ich achten sollte, wenn ich mit meinem Körper nicht negativ auffallen möchte. Sehr gut. Also vor lauter Informationen kann es natürlich auch verloren gehen. Dankeschön dafür. Damit es nicht negativ auffällt. Kultur beachten. Wie ist deine Kultur? Wie ist die Kultur, die du gerade begegnest? Ein kleines Beispiel, um Gottes Willen. Das war so schrecklich. Das war eine peinliche Geschichte. Und zwar... Das sind die Besten, ja. Ausbildungszeit. Der kleine Zeus, sehr... sehr grün in den Ohren. Und es gab eine, wie heißt es nochmal, ich glaube eine, nicht Schulleiterwahl, sondern eine Klassensprecherwahl. Ja, so heißt es genau, Klassensprecherwahl. Und ich weiß noch ganz genau, ich weiß nicht mal, wie sie hieß, nennen wir sie einfach mal Vanessa. Vanessa wurde gewählt und ich war der Zweite, der gewählt wurde. Und ich bin zu ihr hin, sie kulturell ganz anders erzogen als ich. Ich war viel zu touchy und sie war viel zu distanziert. Und jetzt kommt das Interessante an der ganzen Sache. Ich bin hingegangen und ich habe gelernt, wenn ich einer Person Fürsorge darstellen mag oder möchte, dann gehe ich hin und berühre sie an die Schulter und sage, wenn du etwas brauchst, ich bin da, ich kann dich unterstützen. Das habe ich in dem Moment gemacht.
Sie total konservativ, guckt mich an, fasst mich nicht an. Und es war für mich, ich kannte das nicht. Ich war ganz jung, ich war 17 Jahre alt, ich wusste das nicht. Ich habe das nicht so gelernt. Ich war frisch aus der Erziehung sozusagen, voll grün in den Ohren. Und dann hat sie den Partner damals, den sie hatte, auf mich gehetzt. Der hat mich dann angeschrieben, hat gesagt, er hat mich bedroht. Ich war so, um Gottes Willen, ja, am nächsten Tag kommt er vorbei und schlägt mich oder ähnliches. Ich war so, oh je. Das wusste ich nicht. Das habe ich in dem Moment lernen dürfen. Schmerzhaft, ohne Schläge wohlgemerkt, der kam dann doch nicht. Das fand ich ganz gut. Meine Mutter hat mir dabei geholfen, die SMS zu schreiben. Das war auch ganz interessant, das war super peinlich in dem Moment. Und ich habe mich bei ihr danach entschuldigt und habe zu ihr gesagt, das war niemals der Fall, dass ich dich berühren wollte auf eine perverse oder unangenehme Art und Weise. Es war für mich ein Signal der Fürsorge. Das war sehr, sehr fürsorglich ist in meiner Kultur. Aber es rechtfertigt nicht mein Verhalten. Es rechtfertigt nicht in dem Fall, was ich getan habe. Hm. Das kann sie aber nicht wissen und ich auch nicht. Und das ist etwas, beschäftige dich mit der Kultur. Sei nicht zu hastig, wenn du nicht hastig wirken möchtest. Wenn du aggressiv gerade bist und du eigentlich nicht aggressiv werden wirken möchtest, dann calm down, wie indem du es davor ausdrückst. Wenn du zu fürsorglich bist, wie ich es getan habe, drück sie woanders aus, die Fürsorge. Aber beachte dein Gegenüber. Und vor allem ganz wichtig, also eine der goldenen Regeln, verurteile nicht, wenn du wirkst. Einer der Fehler, die ich gemacht habe, die ersten Fehler auf der Bühne, ich habe gedacht, nur weil jemand die Arme verschränkt, dass meine Körpersprache falsch war. Dass er desinteressiert ist, oder? Hm. Das ist Humbug. Du kannst es nicht gleich rückschließen, nur weil jemand in dem Moment die Arme verschränkt. Das ist ein Signal von vielen. Das heißt, negativ wirken bedeutet, du kannst negativ wirken, wenn du lachst bei Managern, obwohl Lachen nicht negativ ist. Hm. Was bedeutet das? In einer Verhandlung zum Beispiel. Du freust dich zu früh. Du nimmst dein Blatt schon raus und legst es auf den Tisch. Du bist zufrieden da damit. No way! Das machst du erst im Nachhinein. Lachen kumuliert nicht so stark in den Managerbereichen. Hm. Die Frage ist nicht warum, sondern welchen Zweck hat Lachen in dem Moment? Zu zeigen, dass ich nicht dein Feind bin. Oh doch, das bin ich in dem Moment vielleicht. Ich bin der Feind deines Preises. Und solange mein Ding nicht durchgesetzt ist, ist meine Sprache negativ wirkend auf andere, wenn sie positiv ist. Hm. Kann auch sein. Also worum geht es dir da? Was willst du erreichen? Wie willst du wirken? Ein Beispiel auch, letztes Beispiel dafür, weil es ist so ein riesiges Thema, kann ich jahrelang drüber reden, das merkst du auch so. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, ja, sehr gut, okay. Du möchtest wirken und du weißt ganz genau, das Konzept steht. Du weißt, okay, wenn ich jetzt auf meinen Partner gut einwirke, auf meinen Geschäftspartner, auf beispielsweise in der Familie oder ähnliches, okay, und du möchtest unbedingt ein Ziel erreichen. Du fängst an, natürlich zu spiegeln. Gar keine Frage. Im NLP lernt man das zum Beispiel, das hast du auch gelernt, das hast du vorhin auch kurz erwähnt gehabt, das fand ich sehr, sehr interessant. Aber du fängst nicht an zu spiegeln wie ein Papagei. Mhm. Nein, du bist ähnlich, also beispielsweise, ich habe das Bein so drauf gerade, ja. Ich nehme mehr Raum ein, aber ich habe den gleichen Winkel wie du. Ich kann jederzeit nach vorne gucken, ich habe den Raum hier erschaffen für mich. Ich könnte aber auch so sitzen. Und die ganze Zeit so gucken. Natürlich zeige ich dir in dem Moment die Schulter, aber ich bin nicht so wie du. Das bedeutet, ich fange nicht an, dir den Gedanken zu schenken, ich vertraue dir, weil ich dir nachahme, als Beispiel. Nicht papageiisch, nicht sozusagen affig nachahmen, alles was du tust, mache ich auch, sondern ich mache das auf meine Art und Weise. Ich mache auch teilweise den da hier, das machst du nicht. Und das ist auch okay. Aber ich bin genauso entspannt wie du. Und das ist das Wichtige. Zum Beispiel, wenn ich mit euphorischeren Menschen zu tun habe und ich möchte, dass die Energie oben bleibt, oh, dann bin ich genauso euphorisch. Also genauso. Und das ist das Tolle. Ja. Was sind denn so typische Signale, die ich mir auf alle Fälle bewusst machen sollte? Das haben wir gerade auch sehr, sehr gut angerissen schon. Also gerade auch von anderen, wo ich denke, okay, wenn er das jetzt macht, dann... Ah, okay. Okay. Wie wir schon in dem Fall mein Konzept erfahren haben, um was geht's dir? Ja, also als Beispiel. Wir hatten letztlich in einer großen Gruppe das Thema Verhandlung und wie wirke ich, weil ich ja nämlich nicht treffen kann, über die Kamera. Signale, die ich vermeiden kann, wohlgemerkt, ist zum Beispiel Verachtung. Das ist sehr gut. Natürlich auch Wut und Ekel. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Grundemotionen wieder.
Überraschung, darauf kann ich auch gut eingehen. Wenn jemand überrascht ist, so, oh, okay, kann ich auch gut eingehen. Freude kann ich auch super eingehen. Und vieles weiteres. Die Sache ist halt die, du kannst auf alles gut eingehen, auf diese Signale achten, weil die kannst du aufgreifen. Also worum geht's dir da? Wenn du die siehst, wenn ich Freude sehe, kann ich die aufgreifen und sagen, okay, da kann ich weiterarbeiten. Das ist super. Das hilft ungemein. Das sieht man zum Beispiel bei hochrenommierten Therapeuten, die achten auf die Körpersprache. Weil wenn du da zum Beispiel einen gelähmten, paralysierten Menschen vor dir hast, der wenig Emotion zeigt und du möchtest ihn wieder ins Leben rufen, was machst du dann als Therapeut? Achtung, das ist kein Tipp. Es geht wirklich darum, wie das professionelle Therapeuten machen zum Beispiel. Die greifen dann das auf, indem sie fragen, wie war denn Ihr Tag? Erzählen Sie mal. Und dann erzählen sie. Und ganz plötzlich erzählt der Mann, der paralysiert ist, der immobil ist, der sogar bleich im Gesicht ist, über einen Kindergarten, bei dem er vorbeigelaufen ist, waren Kinder, die gespielt haben. Und dann ganz plötzlich kommt ein bisschen Farbe in sein Gesicht. Ein bisschen Freude kommt durch seine Körpersprache zur Geltung. Und dann greift der professionelle Therapeut genau das auf und zieht es raus und sagt, erzählen Sie mal, wie haben Sie sich dabei empfunden? Und dann holt er das Dunkle, schiebt es auf die Seite und zieht das Helle hervor. Und das ist das, was er in dem Moment macht. Jedes Signal kann bedeutsam sein. Verachtung zum Beispiel, das ist ein anderes Signal. Okay? Das, was ich vorhin gesagt hatte, gerade in der Gruppe, von der ich gerade gesprochen habe, wenn du in die Kamera reinsprichst, und dann greife ich dieses Beispiel mal ganz kurz wieder auf, in die Kamera sprichst du rein und du siehst bei dem Gegenüber kurz Verachtung. Was machst du in dem Moment? Dann schaust du mal, wie du gerade mit deiner eigenen Körpersprache bist, welches Thema du gerade besprichst. Bist du sogar vielleicht mit einer Kamera, Achtung, das war ein Beispiel in dieser Gruppe, bist du mit deiner Kamera dominierend, also bist du herabschauend, bist du ebenbürtig oder bist du eher ja, kleinmachend, sich kleinmachend? Das ist sehr interessant. Und dann kannst du merken, okay, Moment, Verachtung kann vielleicht sein, ich bin vielleicht ich bin viel zu dominant gerade, das mag der gar nicht. Oder ich bin gerade eben, es ist alles okay, vielleicht ist das, was ich gerade gesagt habe, der Verursacher des Signals, der Verachtung. Es geht darum, was willst du denn erreichen und was willst du rausziehen? In welchem Kontext? Es gibt so viele Signale. Alle Signale haben eine Bedeutung, aber vielleicht könnten sie eine marginale Bedeutung haben. Nur weil jemand kurz Verachtung gezeigt hat, heißt es nicht, dass es unangenehm war. Es kann sein, dass er mental dich respektiert. Aber wenn das regelmäßig macht, ist es so, oh nein, das tut richtig weh. Und diese Signale, naja, grundlegende Signale, Grundemotionen, auf die würde ich schon achten, die ich gerade genannt habe. Freude, Ekel, Verachtung, Trauer, Wut. Das würde ich schon beachten. Ansonsten auch generell die Leute abholen. Kleiner Tipp da dafür, klassische Frage, eine offene Frage. Was denken Sie da dazu? Weil erstens, Interesse wird dadurch sofort gezeigt. Und zweitens natürlich auch was, und das ist das Schöne an der ganzen Sache, der Raum wird gebaut, damit die Person, diese Signale, die sie ausgedrückt hat, formulieren darf, wie beispielsweise, ein ganz tolles Beispiel, die Person nimmt einfach ihren Zeigefinger und unterdrückt vielleicht etwas, was sie gerade auf der Zunge hält. Und wenn du die Frage stellst, was denken sie denn gerade? Und machst es auch euphorisch. Oder du bildest den Rahmen dafür, muss sie ja gestikulieren, um etwas zu sagen. Das heißt, sie löst sich von diesem Gedanken, formuliert ihn sogar vielleicht und dann ist er raus. Weil wenn der Gedanke anfängt zu wachsen, ein unangenehmer Gedanke oder ein erfreuter Gedanke und sie darf ihn nicht ausdrücken, was passiert dann? Komplette Ablenkung. Deswegen, doppelt so gut zuhören, wie man sprechen kann. Das ist so genial, das ist so einfach, dieser Hebel ist so riesig. Das zu dem Thema. Jedes Signal kann was ausdrücken. Die Frage ist, wie viel Bedeutung gibst du dem Signal? Warte auf ein paar Cluster, ein paar Signale hintereinander oder und stell einfach Fragen. Aber keine so direkten Fragen. Stimmt das, was ich gerade gesagt habe? Ja, nein, ist so zu geschlossen. Offene Fragen. Was sind deine Gedanken dazu? Ganz einfach. Was mich mal noch interessieren würde, vielleicht auch ganz witzig, lügen Frauen oder Männer mehr mit ihrem Körper? Das können wir nach guter Forschung bisher nicht genau beantworten. Weil da ist die Frage natürlich, was bedeutet eine Lüge? Was bedeutet eine Lüge? Ist zum Beispiel eine Lüge evergreen? Finde ich gut. Du stellst das Kind zur Rede und sagst, hast du die Kekse gegessen? Das Kind sagt, weiß ich nicht. Nee, das war ich nicht. Das war jemand anderes. Das ist vielleicht eine glatte Lüge, aber empfindet das Kind jetzt das als eine Lüge? Ja, das ist so, das lernt gerade, was eine Lüge ist. Oder zum Beispiel, ist es eine Lüge, etwas zu verschweigen? Ja, wollte ich gerade sagen, dieses Vorenthalten, das ist ja immer so ein Streitthema, ne? Genau.
Das bedeutet in dem Fall so, was geht's denn da? Ich bin zum Beispiel nicht jemand, der Lügen entlarven möchte. Ich bin ein wandelnder Wahrheitsdetektor, möchte ich gerne sagen. Mhm. Ich möchte die Wahrheit haben, weil wenn jemand mich belügt, ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema hierbei, weil ich glaube, das ist ein Golden Nugget für viele, die gerade auch zuschauen. Es geht nicht darum, dass die Person dich belügt und warum sie dich belügt, sondern darum, ob sie dich in Zukunft weiterhin belügen möchte. Und Beispiel, wenn ich merke, dass jemand mich anlügt, es interessiert mich doch nicht, ob die Person mich angelogen hat. Das ist mir scheißegal. Was mir aber nicht egal ist, ist, fühlt sie sich wohl genug in meiner Gegenwart, um das vielleicht in Zukunft nicht zu tun. Hm. Ach so. Und sie, stell dir mal vor, jemand lügt dich wirklich ins Gesicht, ja? Ich bin dir nicht fremdgegangen. Das ist ein krasses Thema, gar keine Frage. Wie antwortest du darauf? Doch, ich weiß das. Na, danke fürs Gespräch. Streit es voraus, also super. So, was machst du in dem Moment? Sagst Folgendes. Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß nicht, ob du mich belügst oder nicht. Und weißt du was, ist mir eigentlich relativ. Mir ist es wichtig gerade, um was es geht. Und zwar unsere Liebe. Und wenn es dir auch wichtig ist, dann lass uns einfach sprechen über das, was mich gerade aufreibt. Ich bin offen. Was habe ich in dem Moment gemacht? Ich habe einen Raum erschaffen. Die Person wird so oder so ein schlechtes Gewissen haben. So oder so. Ob sie dann rausrückt damit oder nicht. Wie fühlst du dich da dabei? Wie fühlst du dich? Und dann wird die Person das auch merken und dann dementsprechend einen Raum eröffnen für sich und sagen, vielleicht komme ich mit der Lüge irgendwann mal an, aber es ist relevant. Solange ich glücklich bin, ist es doch alles in Ordnung. Wobei, natürlich ist es wichtig zu erfahren, ob die Person dann gelogen hat oder nicht. Also bei dem Fremdgehen, bei anderen Dingen ist es irrelevant, aber sie kommt so oder so. Sie kommt so oder so. Gibst du den Raum, die Wahrheit sagen zu dürfen? Oder verurteilst du von vornherein? Das ist so eine Sache. Das tut weh. Das weiß ich auch, es tut unfassbar weh. Aber ich will nicht nach Lügen suchen, ich will nach der Wahrheit suchen. Na gut, manche lügen ja auch, weil sie wissen, dass sie dann verurteilt werden oder so. Ja. Ne? Das darf man ja auch nie vergessen. Ja, stimmt. Was Frauen gerne zum Beispiel machen, was ich total toll finde, das machen Männer weniger, was ich beeindruckend finde, wohlgemerkt, ist, sie manipulieren anders. Jeder Mensch manipuliert, was Frauen jetzt zum Beispiel sehr gerne machen, wenn sie die Haare offen haben und lange Haare haben. Sie greifen sich ins Haar und zeigen in dem Moment nicht, dass sie nur weiblich sind, weil sie langes Haar haben, durchschnittlich weiblicher, hallo. Sondern sie zeigen natürlich auch eine verletzbare Stelle, die Ader. Okay. Und während sie darüber reden, zum Beispiel, ja, wenn es um mein Projekt geht, Herr Chef, und greifen sich währenddessen in die Haare, das manipuliert, das zeigt sie schwächer, als Beispiel. Und nicht schwächer im Sinne von, oh Gott, das arme Ding, sondern, oh ja, es ist einladend, das ist, ach so, das ist kein Feind. Und damit manipulieren sie. Ist es eine Lüge in dem Moment? Könnte man auch sagen. Es könnte sein, dass sie in dem Moment negativ manipuliert, damit sie etwas erreicht. Dass sie etwas verschweigt und somit auch lügt über das, was sie eigentlich erreichen möchte. Anstatt ganz klar zu sagen, eigentlich will ich eine Gehaltserhöhung. Wie sieht's aus? Hm. Das machen Männer direkt. Das ist bedrohlich. Ja? Damit wirken sie auch anders. Das ist ein großer Unterschied. Ich finde so, Männer manipulieren auch. Sie manipulieren immer anders. Und das ist auch so ein Thema. Ich liebe dieses Thema, weil es zeigt etwas. Wenn du darauf eingehst und wenn du weißt, wie Manipulation funktioniert, kann sie auch super wirksam sein in der Partnerschaft. Und du manipulierst, indem du auch ganz klar sagst, du hast jetzt gerade dem Zeus zugehört, dass er sagt, suche die Wahrheit, nicht die Lüge, und damit manipulierst du automatisch. Hm. Automatisch. Hm. Du gibst den Raum, dass die Person sogar sich selbst ein schlechtes Gewissen erzeugt, obwohl du nichts dafür tust, aber immer eine reine Seele bleibst. Ich möchte ja das Gute für uns beide. Wie geht's dir da dabei? Oh, was für eine Frage. Oh, das ist eine richtig bösartige Frage fast schon. Aber du willst es ja auch. Sonst würdest du das Gespräch nicht führen, weil es geht ja um die Liebe. Es geht ja um die Zuneigung zum Kunden. Du willst ja deren Geld haben. Ist ja logisch. Das willst du ja auch haben. Du willst natürlich auch, dass der berühmt wird und dann irgendwann mal sagt, ich war bei ihr. Im Coaching, im Mentoring. Ich war bei ihr. Das war eine super Karriere, die ich da absolvieren durfte. Super. Darum geht's. Darum geht's. Hm. Ob die Person lügt oder nicht, ist relativ, in vielerlei Hinsicht. Ich kenne das mit den Haaren, dass Frauen das gerne beim Flirten machen. Mhm. Auf dich. Ist es denn auch möglich, mit dem Körper zu schweigen? Also, mit dem Körper mit dem Körper... mit dem Körper generell zu schweigen? Nein. Warum? Ganz simpel. Du kannst in ein Gespräch verwickelt werden und die Person, die wirft dir etwas richtig Brutales vor. Zum Beispiel, du hast mich gestern angelogen, nicht wahr? Und bleibst einfach still und sagst gar nichts, bewegst dich nicht mal.
Entweder könnte es sein, dass du paralysiert wirkst oder etwas verschweigst. Und das zeigt dein Körper in dem Moment. Du bewegst dich gar nicht. Du fängst nicht an, dich zu rechtfertigen. Du fängst nicht an, irgendetwas zu sagen. Du bleibst einfach still und guckst einfach nur. Du neigst vielleicht deinen Körper ein bisschen auf die Seite, deinen Kopf. Und dann spricht das Bände. Was es spricht? Ich weiß nicht, was der andere denkt. Keine Ahnung. Mhm. Es kann sein, dass die Person das als bedrohlich empfindet. Was steckt da dahinter? Oder, Entschuldigung, als Frage. Es könnte sein, dass es als Frage gewertet wird. So, du stellst dich nach hinten und wartest einfach. Du sprichst einfach gar nichts. Nicht mal irgendwas Gesprochenes. Die Person merkt dann in dem Moment, oh, das kann sein, dass ich noch was da ergänzen sollte. Also dein Körper spricht ständig. Zumindest deine Emotionen. Dein limbisches System, ein Teil deines Gehirns, welcher für Emotionen zuständig ist, maßgeblich, für Miteinander, für Raufereien sogar. Das ist sehr, sehr eng mit deinem Gesicht verbunden, mit deiner Gesichtsmuskulatur. Das wiederum bedeutet in dem Moment, wenn du irgendetwas empfindest, wird es sofort in deinem Gesicht dargestellt und du kannst nichts dagegen tun. Deine Mitmenschen kriegen das mit, unbewusst größtenteils. Hm, Schweigen, ja. Weit entfernt. Funktioniert nicht. Nee. Was sind denn die Hauptgründe, warum Menschen zu dir kommen? Sehr unterschiedliche, logischerweise. Die meisten, wenn es um das Thema Körpersprache geht, geht es um das Thema Business. Sie wollen mehr Wirkung darstellen, sie möchten mehr Menschen imponieren, sie möchten ihre Strahlkraft nach außen bringen, ihr Charisma, charismatisches Auftreten, ehrlich sein, authentisch sein. Sie wollen zum Beispiel in der Partnerschaft besser umgehen können, Kommunikation zwischen Mitmenschen oder mit ihrem Chef zum Beispiel besser umgehen können, mit ihren Kunden. Wie gesagt, es geht immer um das Thema Kommunikation. Was möchtest du erreichen? Es ist immer Wirkung. Und letztlich, wie ich zum Beispiel gerade eben erwähnt habe, sie wollen über die Kamera besser wirken. Ja? Verstehen, okay, Licht hat ganz viel damit zu tun, damit meine Mimik dargestellt wird, damit andere Menschen sehen, wie ich fühle in dem Moment, wenn sie etwas darstellen. Damit sie sehen, ich bin kein Feind. Aufstellung, Körpersprache an sich bedeutet auch, andere Menschen abholen können und ihnen zeigen können, dass sie mir vertrauen dürfen. Und ohne Vertrauen kannst du keinen Abschluss machen. Du kannst im Beziehungsleben nicht funktionieren, gar nicht, weil ohne Vertrauen Menschen werden dich irgendwann mal anschauen und dich hinterfragen und sogar recht früh sogar, nicht irgendwann mal, sondern recht früh. Es geht um die Wirkung und das wollen Menschen von mir haben. Coaching bzw. Beratung, damit sie selbst besser wirken können, in allen Lebensbereichen. Zum Abschluss noch, letzte Frage. Welche goldenen Regeln kannst du uns denn mit auf den Weg geben für eine gelungene Körpersprache? Sie kann ganz klar für dich alles bedeuten in einem Moment und gar nichts. Das bedeutet, sie ist ein Werkzeug. Nutzt du sie für deinen Mitmenschen und für dich oder lässt du sie schleifen und sie kann dir alles vernichten, weil du nicht drauf achtest. Es geht immer wirklich darum, wie wertvoll empfindest du deine Kommunikation. Und wenn du sie für wertvoll empfindest und andere Menschen begeistern möchtest, abholen möchtest, sie auf deine Seite ziehen möchtest, dann ist es keine Option, sie zu ignorieren. Niemals, selbst am Telefon nicht. Wenn du aufstehen möchtest und laufen möchtest in einem Telefonat, mach das. Weil sonst unterdrückst du Energie. Energie nicht spirituell gemeint, sondern Energie, die körpereigene Energie, die dich dazu antreibt, dich zu bewegen. Und das ist mit Abstand der größte Hebel. Nutz sie als Werkzeug, als das Werkzeug, was alles verändern kann. Und das erzeugt automatisch natürlich eine Liebe zu den Mitmenschen und zu dir. Du ignorierst somit mehr als 90% deiner Kommunikation nach außen. Wenn du es nicht tust. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und dass du heute bei mir warst, lieber Zeus. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr unseren Kanal mögt, dann könnt ihr den gerne abonnieren. Ihr würdet unsere Arbeit damit optimal unterstützen. Oder hinterlasst uns eine Spende. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank und bleibt gesund.